Scheiße. Ja. Für das gesamte Hamburger Stadtgebiet bis heute Abend 22 Uhr. Sie werden gleich von der Polizei in den Hauptbahnhof begleitet und von dort mit einem Zug nach Lübeck gebracht. Von Lübeck aus können Sie Ihren Weg frei fortsetzen, außer zurück nach Hamburg. Ich wiederhole. Hiermit erhalten Sie einen Platzverweis für das gesamte Hamburger Stadtgebiet bis heute Abend 22 Uhr. Sie werden gleich im Anschluss an diese Durchsage von der Polizei in den Hauptbahnhof begleitet und von dort mit einem Zug nach Lübeck gebracht. Von Lübeck aus können Sie Ihren Weg frei fortsetzen, außer zurück nach Hamburg. Dazu die Uhrzeit 12.29 Uhr. Ende der Durchsage. Thank you.
akzeptiert haben. Die sind aber relativ zügig und frühzeitig erkannt worden und teilweise in Kleingruppen dann aufgestockt worden. So hatten wir unter anderem zum Beispiel am Hauptbahnhof eine Gruppe Rostock-Fans, die polizeilich abgearbeitet wurden, hatten eine Gruppe auf der Reeperbahn. 200 Rostock-Fans, die hier in Richtung des Stadions kamen. Die sind ebenfalls von der Polizei aufgestockt worden und sind jetzt mit einer S-Bahn wieder in Richtung Westen der Stadt transportiert worden. Aber so war es insgesamt ruhig. Wir haben also relativ gut diese Anreisebewegung frühzeitig bemerkt. Festnahmen gab es tatsächlich gar nicht bisher. Wir hatten aber eine Gruppe Rostock-Fans, die in der S3 in der Nähe von Pinneberg aufgestockt wurden. Es waren ein bisschen mehr als 60 Personen und diese Personen sind in Gewahrsam. Ja, das ist eine gute Frage, das wissen wir natürlich immer nicht so genau. Jetzt ist ja gerade das Spiel zu Ende. Die Abreisebewegung hier rund ums Stadion hat begonnen und wir werden das jetzt weiter beobachten und gucken dann, wie der Nachmittag und der Abend hier weiter in Hamburg wird. Wir sind insgesamt mit über 1500 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Davon sind ungefähr ein Drittel aus anderen Bundesländern. Wir haben Unterstützung bekommen aus dem Nordverbund und auch von der Bundespolizei. Verpiss dich, Mann, du Lappen, Alter. Scheiß St. Pauli! Scheiß St. Pauli!